Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zum neuen Kapitel 4 Graphen und Funktionen analysieren und dabei zum ersten Video 4.1 Achsen und Punktsymmetrie bei Graphen. Ihr wundert euch vielleicht, warum wir uns unten rechts in der Ecke nicht bewegen wie sonst und warum Herr Fähnrich so einen glasigen Blick drauf hat. Hey Menno! Tja, das liegt einfach daran, dass das Ganze hier ein altes Video ist. Wir blenden uns mal live dazu. Ja, und zwar den Ausschnitt, den ihr sehen könnt, stammt aus einem Video ganz vom Anfang der J1, als wir schon mal über Symmetrie bei Graphen gesprochen haben. Und die Regel, die ihr hier sehen könnt, die haben wir damals aufgestellt, als wir uns Gedanken darüber gemacht haben, ob und wie man analysieren kann, ob Graphen Punkt oder Achsen sind. Da könnt ihr mal aufhören, mich anzumalen? Ach komm, das steht dir noch ganz gut, sind sonst so blass immer. Können wir es wieder rausradieren? Ja, Mann halt. Mann, 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 mein schönes Gesicht verschandeln. Ich finde das toll. Ja, sogar das. Sind ganz schön hohl in der Birne. Lieber hohl als doof. Mann. So, können wir uns jetzt wieder ernsthaft mit Mathe beschäftigen? Von mir aus, kommen wir zur Mathe. So, also jetzt nochmal ernsthaft. Den Merkekasten, den ihr sehen könnt, der stammt aus einem Video, das wir schon hatten, und zwar 1.z. Das war das Zusammenfassungsvideo am Ende von Kapitel 1. Und da haben wir uns damit beschäftigt, wann Graphen achsen- oder punktsymmetrisch sind. Wir erinnern uns nochmal ganz kurz. Ein Graph ist genau dann achsensymmetrisch zur y-Achse, wenn die Funktion f nur Exponenz mit geraden Exponenten hat. Wir haben dazu auch mal ein Beispiel. Sowas. Hier haben wir nur x hoch 4. Wir haben x Quadrat. 4 und die 2 ist gerade. Und bei 4? Na gut, da wäre es x hoch 0 gilt als gerade. X hoch 0 wäre ja gerade 1, deswegen steht hier hinten auch nichts. Und das ist auch gerade. Insofern nur gerade Exponenten, achsensymmetrisch. Und dann außerdem, der Graph einer Funktion ist punktsymmetrisch zum Ursprung, wenn f nur Exponenz mit ungeraden Exponenten hat. Auch hier sehen wir ein Beispiel. Genau, x hoch 3 und hier ist nur x, aber das ist 1. 1 ist auch ungerade, also das passt, ist punktsymmetrisch. Und dann gibt es natürlich auch Fälle, wo das Ganze durchmixt ist. Wir haben ungerade Exponenten, x hoch 5, und wir haben gerade Exponenten, x Quadrat oder x hoch 0. Das ist dann weder Punkt- noch achsensymmetrisch. Ja, und bevor wir jetzt hier noch einige Beispiele machen, haben wir uns gedacht, wir machen es diesmal ein bisschen anders. Und zwar könnt ihr das trainieren mit unserem Arbeitsheft. Und zwar dem Arbeitsheft Analysis. Das ist das hier. Dem hier. Und zwar dort auf Seite 51, die Aufgabe 1. Die macht ihr jetzt ins Arbeitsheft. Kontrolliert euch auch selber mit dem Arbeitsheft, ob es richtig ist. Dann seid ihr gut vorbereitet für das, was jetzt im Weiteren kommt. Und wir machen mit dem Video weiter in 3, 2, 1. So, das bisherige Verfahren ist ja schön und gut, aber wir wollen uns jetzt überlegen, finden wir eine bisschen allgemeingültigere Definition, wann eine Funktion achsen- bzw. punktsymmetrisch ist. Gut, und um uns das mal herzuleiten, haben wir mal bei Achsensymmetrie, also bei der Achsensymmetrie zur y-Achse, hier eine Funktion bzw. den Graph einer Funktion hingezeichnet. Und da gucken wir uns jetzt einfach mal zwei allgemeine Stellnamen an, weil wir uns ja allgemein machen. Nennen wir die mal x. Und auf der anderen Seite minus x. Also praktisch betragsmäßig denselben Wert der Stellen, aber einmal im positiven und einmal im negativen Bereich. Und wir sehen, wenn die Funktion achsensymmetrisch ist zur y-Achse, dann gilt was Besonderes für diese beiden Stellen, nämlich, der Teilzeichen schon schön. Wir haben hier mal den Wert f von x. Wenn wir den Wert auf der anderen Seite noch machen, also f von minus x, sehen wir hier, die haben dieselbe Höhe. Das heißt, die Funktionswerte von f von minus x und f von x sind gleich. Und das gilt immer, wenn eine Funktion achsensymmetrisch zur y-Achse ist. Und das können wir auch hinschreiben. Und diese Eigenschaft können wir uns nachher zunutze machen, um im Endeffekt allgemein zu zeigen, dass eine Funktion achsensymmetrisch ist zur y-Achse. Wie genau sehen wir in den Aufgaben? So, das Ganze für die Punktsymmetrie. Wir überlegen uns hier auch eine allgemeine Stelle, zum Beispiel hier, das wäre x. Und das Ganze wieder betragsmäßig gleich, aber im negativen Bereich, minus x. Gut, und davon gucken wir uns wieder die Funktionswerte an. Also, Teilzeichen schon ein, f von x gucken wir uns hier an. Und auf der anderen Seite gucken wir uns f von minus x an. Also im Endeffekt auch wieder die Höhe der Funktion. Und hier fällt uns auch was auf. Was denn? Naja, jetzt schauen wir mal an. Es ist zwar nicht mehr auf derselben Höhe sozusagen die beiden Funktionswerte, aber der Funktionswert hier ist betragsmäßig gleich weit von der x-Achse entfernt wie hier drüben, nur hier im negativen und hier im positiven Bereich. Das heißt, der Funktionswert von f von minus x wäre das gleiche wie f von x
mit negativen Vorzeichen, wenn das also hier unten wäre. Das heißt, wir können aufschreiben, f von minus x ist gleich minus f von x. Und haben auch hier einen Zusammenhang. Und auch diesen Zusammenhang können wir wieder in Aufgaben dann nutzen, um herauszufinden, ob eine Funktion punktsymmetrisch ist zum Ursprung. Aber erstmal schreiben wir es allgemein auf. So, wir merken uns, gilt f von minus x gleich f von x. Dann ist der Graph von f achsensymmetrisch zur y-Achse. Und gilt f von minus x gleich minus f von x, dann ist der Graph von f punktsymmetrisch zum Ursprung. Alles noch relativ theoretisch jetzt, aber jetzt in den kommenden Aufgaben wird euch klar, was wir damit meinen. Aufgabe 1. Untersuche den Graphen von f auf Symmetrie. Drei Beispiele haben wir. Wir gehen die jetzt mal Schritt für Schritt zusammen durch, damit ihr mal seht, wie man das angehen kann. Und danach gibt es nochmal drei Beispiele, wo ich dann selber versuchen dürfte. Gut, und zwar, ihr habt ja aus dem Merksatz schon kennengelernt, dass f von minus x gleich f von x oder f von minus x gleich minus f von x. Es ist immer so, wir starten mit f von minus x und setzen dabei das minus x mal ein. Was steht dann da? Tun wir einfach so, als sei das minus x eine Zahl. Wenn wir für x minus x einsetzen, steht oben minus x. Mhm. Und wenn wir unten für x minus x einsetzen, dann ist es minus x in Klammer hoch 3. Wichtig, das hoch 3 geht damit auch fürs Minus. Und plus minus x, naja, das ist minus x. Gut. Jetzt überlegen wir uns als nächsten Schritt, bevor wir groß was überlegen, das ist eigentlich immer ganz gut, so Klammern auszurechnen. Das machen wir hier auch mal. Also minus x bleibt stehen. Und unten. Bezüglich der Klammer ist es so, wir müssen das sozusagen getrennt betrachten. Es steht ja eigentlich da minus 1 mal x hoch 3. Minus 1 hoch 3, minus 1 mal minus 1 ist 1, mal minus 1 ist minus 1, bleibt minus 1, also minus und x hoch 3. Genau, x mal x mal x ist x hoch 3. Das minus x bleibt auch stehen. So, und jetzt kommt der Zeitpunkt, wo wir das hier vergleichen mit der Ausgangsfunktion. Wir müssen ja gucken, ob das entweder f von x ist oder minus f von x ist. Okay, vergleichen wir es mal. Hier steht x, hier steht x, hier steht x hoch 3, hier steht x hoch 3, hier steht x, hier steht x. Aber für jedem steht hier ein Minuszeichen. Ja, aber das ist mal kein Problem. Wir überlegen jetzt nämlich mal, eigentlich steht da im Prinzip ja überall minus 1 mal x, minus 1 mal x hoch 3 und minus 1 mal x. Das heißt, vor jedem einzelnen Bestandteil der Funktion steht minus 1 mal. Und damit können wir das minus 1 auch wegkürzen. Wir machen es erstmal deutlich. Da steht minus 1 mal x. Dort steht minus 1 mal x hoch 3. Plus x. So, genau. Und wenn sowohl im Zähler minus 1 mal x steht, als auch unten minus 1 mal irgendwas, dann können wir es einfach kürzen. Könnt ihr seit Klasse 6. Und was steht jetzt noch dran? Naja, x durch x hoch 3 plus x. Und das ist einfach unsere ursprüngliche Funktion f von x. Genau. Und das bedeutet, ihr wisst es schon, dass der Graph der Funktion achsensymmetrisch ist zur y-Achse. Und das können wir auch drunter aufschreiben. Kommen wir zum B. Gut. So, bevor wir losrechnen, kommt jetzt eine weitere Sache, die ihr beachten solltet. Bevor man sich diese Mühe macht wie gerade, sollten wir erstmal gucken, ob unsere alte Regel noch gilt, die vom Beginn vom Video. Jetzt schauen wir uns mal hier an. Wir haben hier x hoch 7, ungerade Exponent, x hoch 5, ungerade Exponent, dann haben wir nichts mehr. Und egal, welcher Vorfaktor hier steht, der interessiert nicht, wir haben nur ungerade Exponenten, also folgt. Das Ganze ist punktsymmetrisch, also der Graph der Funktion ist punktsymmetrisch zum Ursprung. Also für euch ganz wichtig, erstmal schauen, gilt die alte Regel, dann kann ich mir das mit der neuen sparen. Gut, kommen wir zu C. Bei der C gucken wir, gilt unsere Regel, die wir am Anfang hatten. Nee, hier haben wir keinen ungeraden Exponenten oder geraden Exponenten, vor allem haben wir hier eine E-Funktion. Da gilt das eh nicht, da können wir das eh nicht machen, wir können es nur bei X-Potenzen machen. Also fangen wir hier ganz normal wie bei der A an mit f von minus x und setzen das ein. Gut, und dann steht dran, e hoch minus x. Minus x. Gut. So, bevor wir jetzt irgendwas weiterschreiben, überlegen wir mal, wenn wir das jetzt vergleichen mit der ursprünglichen Funktion e hoch x plus x. Hinten beim x wäre kein Problem, bis minus könnte ich ausklammern, nach vorne würde es weggehen. Aber e hoch minus x aus dem Exponenten kriegen wir das Vorzeichen nicht raus. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir haben keine Chance, das e hoch minus x zurück auf e hoch x oder minus e hoch x zu bringen. Das heißt, keiner der beiden Fälle tritt ein. Der Graph dieser Funktion ist weder Punkt
noch achsensymmetrisch. So, nach dieser ausführlichen Erklärung dieser drei Aufgaben, probiert ihr mal drei weitere Aufgaben, die kommen jetzt. Also Aufgabe 2, untersuche den Graphen von f auf Symmetrie, genauso wie bei 1. Jetzt sind drei Beispiele, ihr seid selber dran, denkt dran, erstmal gilt die alte Regel, wenn nicht, f von minus x machen und vergleichen, passt zu einem der beiden anderen, wenn nicht, ist es halt keins von beiden. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Hier fangen wir an mit f von minus x, setzen es ein, kriegen dann hier auch raus, dass wir es ausklammern können, also dass wir minus 1 ausklammern können, was im Endeffekt steht, minus f von x. Also haben wir Punktsymmetrie zum Ursprung. Gut, zweites Beispiel. Wir setzen wieder minus x ein. Hier müssen wir da bedenken, wenn sowas ist wie x², dass dann das Minus sowohl oben beim e hoch x als auch unten beim Bruch ist in der Klammer drin. Das wird also auch quadriert. Fällt also weg beim Quadrieren. Und damit steht da wieder die ursprüngliche Funktion dran. Also f von minus x ist f von x. Damit Achsensymmetrie zur y-Achse. Dritten machen wir jetzt genau gleich. Wir setzen f von minus x ein. Also wir setzen minus x in f von x ein. Hier ist angesetzt. Hier sehen wir, Minus fliegt weg. Und wenn wir die beiden jetzt noch umdrehen, sehen wir, okay, wir haben die normale Ausgangsfunktion. Das heißt, f von minus x ist f von x. Das heißt, wir haben Achsensymmetrie zur y-Achse. So, Aufgabe 3. Wieder untersuche den Graphen von f auf Symmetrie. Mann, was für eine Abwechslung! Ja, hey. Wahnsinn! Das war der Wahnsinn! Wir haben ein bisschen Abwechslung. Und zwar haben wir trigonometrische Funktionen. Oh. Sie wissen schon, so Sinus, Cosinus. Und zwar gibt es da was zu beachten, und zwar müsste man sich da mal was merken. Aber Sie haben noch da was vorbereitet, oder? Ja, kleine Merkhilfe für euch, für mich, da muss ich nicht mehr so verzweifelt sein. Und zwar hier. Wir haben ja mal die Sinusfunktion in blau und die Cosinusfunktion in orange aufgezeichnet. Und dort gibt es auch Zusammenhänge, Symmetriezusammenhänge zwischen x und minus x, und die schauen wir uns mal an. Okay, langsam, Schritt für Schritt, wir gehen mal die Sinusfunktion erstmal durch. Genau, also die hellblaue hier. Okay, ja. Und Sie haben da schon x und minus x. Genau, ich habe hier einfach mal eine bestimmte Entfernung vom Ursprung als x genommen und wir haben hier einen Sinuswert und dieselbe Entfernung im negativen Bereich und da haben wir hier unten den Sinuswert. Ah, ich sehe auf jeden Fall schon mal, der Sinus ist punktsymmetrisch zum Ursprung, das sieht man eigentlich recht klar. Und wir sehen auch, dass Sinus von minus x im Endeffekt dasselbe sein muss, wie der negative Funktionswert, also wie minus Sinus x. Genau, denn Sinus von minus x wäre ja unten und es wäre das gleiche, wie wenn man den hier runterklappen würde. Daher kommt das Minus vom Eigentlichen. Ah, gut, dann gehen wir dasselbe doch mal mit Orangen durch. Also erstmal sehen wir, dass die Cosinusfunktion, und wir sehen, der Graph der Cosinusfunktion ist achsensymmetrisch zur y-Achse. Das sehen wir. Genau. Jetzt nehmen wir auch wieder irgendeinen Wert. Wir nehmen hier mal das x hier drüben. Das wäre sozusagen für den positiven x-Wert. Mhm. Dann für den negativen x-Wert. Und wir sehen, für beide, egal ob für Cosinus von minus x oder Cosinus von x, ist derselbe Funktionswert. Das heißt, es gilt diese Regelung. Und diese zwei Sachen, also das oben Sinus, minus, Sinus von minus x ist minus Sinus x und das unten Cosinus von minus x ist Cosinus von x, das müsst ihr euch auswendig merken. Ja, wenn ihr damit Probleme habt, man kann klar jederzeit diese kleine Skizze hinmachen. Es ist eh nicht schlecht, ein Sinus und Cosinus mal schnell skizzieren zu können. Dann kann man es sich notfalls auch herleiten und man muss nicht so viel in die Birne packen. Die ist ja hier ein bisschen hohl. Bei mir. Das vertiefen wir jetzt weiter, während ihr rechnet. Und die Lösung für A und B, das kriegt ihr jetzt selber hin, gibt es in 3, 2, 1. Hohle Birne. Ich glaube, es hackt. Zu A. F von minus x. Wir setzen für x minus x ein. Sinus für minus x, haben wir gerade oben besprochen, ist minus Sinus x. Minus 3. Das heißt, weder Achsen noch Punktsymmetrie. Vorsicht! Ja, wir haben ja eigentlich hier die negative Sinusfunktion. Also können wir doch sagen, wir haben minus f von x, oder? Ja, das ist das Problem. Wir hätten minus f von x dann, wenn das hier hinten in Klammer stehen würde. Denn das Minus hier vorne muss für die ganze Funktion gelten, damit wir Punktsymmetrie haben. Ach so, das Minus gilt hier nur für das Sinus x. Eben. Und sonst haben wir hinten immer noch das minus 3. Wenn keine Klammer wäre, müsste hier ein Plus stehen, dann wäre es auch okay. Aber so ist es weder minus f von x noch f von x. Also gilt das ja. Okay, dann gehen wir mal zu B. Setzen da minus x in die Funktion ein. Okay, dann steht das hier da. Cosinus von minus x. Wissen wir das Cosinus von x? Das Minus von hier oben holen wir nach vorne. Wichtig, das ist jetzt nicht das minus 1 aus den beiden, sondern nur von oben. Wir haben einfach das Minus im Zähler nach vorne geholt, das Produkt. Wissen wir seit Klasse 6, das dürfen wir machen.
Nun steht hier minus 1 mal x durch Cosinus x. Und x durch Cosinus x ist ja gerade f von x. Also steht hier minus f von x. Und damit ist der Graph von f punktsymmetrisch zum Ursprung. Gut, und damit verabschieden wir uns. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao.